Lebkuchen und Glühwein stehen schon lange in den Supermärkten bereit und die ersten Weihnachtsmärkte lassen nicht mehr lange auf sich warten. Viele planen schon voller Vorfreude und einige werden auch dieses Jahr wieder das Weihnachtsfest verschlafen. Wann fängt bei Ihnen persönlich das Weihnachtsfeeling an? Heute bin ich in Neustadt unterwegs. Also momentan bin ich schon richtig in Weihnachtsstimmung. Also wenn unsere Weihnachtsware kommt und ich räume so diese Sachen ein oder so unsere Nikoläuse, stelle ich die ins Regal. Also da bin ich so richtig in Weihnachtsstimmung oder hier riecht es dann nach diesen Printen. Also ich bin schon mittendrin in der Weihnachtsstimmung. Wenn die ersten Weihnachtsmänner schon im Supermarkt stehen, dann denke ich das erstmal an Weihnachten und dann im Grunde genommen kurz vorher, dann erfasst es mich auch. Das perfekte Weihnachtsfeeling gibt es für mich nicht mehr, weil schon ab August die Weihnachtsmänner im Regal stehen. Ja. Kein Weihnachten mehr so wie früher, keine Heimlichkeiten mehr. Es ist nicht mehr so schön wie früher. Wenn wir in die Kaufhäuser gehen, ist es ja schon Weihnachten quasi, ne? Eigentlich? Eigentlich zu früh. Viel zu früh. Einfach zu früh. Ne? Die Weihnachtszeit, ja, wenn es soweit ist, ist meistens das Schönste weg. Ne? Ja. Ja, es ist so. Kinder, die sehen alles vorher schon, möchten alles vorher schon haben. Selbst wenn man sagt, Mensch, muss noch warten, aber es ist so. Mit dem Geruch von Zimt. Weil ich das mit Weihnachten verbinde, finde ich das ganz schön und ich habe jetzt sogar schon auch Weihnachtsgeschenke gekauft. Wenn das in den Geschäften losgeht, dann bin ich eigentlich auch soweit. Also wir feiern gar kein Weihnachten, wir sind Türken, kommen aus der Türkei und bei uns gibt es das nicht. Nie, Weihnachtsfeeling habe ich nicht, weil es nur Geld kostet und die Straßen sind voll und die Geschäfte auch. Das weiß ich noch nicht. Da ich bis Weihnachten jeden Tag hier arbeiten muss auf dem Weihnachtsmarkt, weiß ich nicht, ob dann noch Weihnachtsfeeling aufkommt oder ob das erst Heiligabend kommt, wenn ich Feierabend habe. Ja, mein Weihnachtsfeeling fängt so mit dem ersten Advent an. So in dem Dreh. Geht schon. Was jetzt so in den Kaufhäusern, so die Weihnachtsartikel, die interessieren mich noch nicht. Ab wann ist wetterabhängig? Also es muss eigentlich kalt sein, deshalb habe ich jetzt noch kein Weihnachtsfeeling. Für mich ab Dezember, denn das ist der Monat, in dem auch Weihnachten ist und das ist für mich der Weihnachtsmonat. Am besten gar nicht. Ich mag es nicht so gerne. Aber es beginnt eigentlich für mich im Dezember. Ja, ich würde sagen kurz vor Weihnachten, so, wenn alles schön dekoriert ist zu Hause und ja, im Allgemeinen nicht allzu lange. Ich bin auch nicht so der Weihnachtsmensch unbedingt, arbeite auch gerne über Weihnachten, habe da wenig Ambitionen, irgendwie ein großes Fest draus zu machen. 1. Dezember. Weil das der Weihnachtsmonat ist und ich sag mal vorher, habe ich da keine Lust zu. Also nicht unbedingt mit den Sachen und Ausstellungen in den Schaufenstern und in den Geschäften, damit nicht. Das denke ich, das fängt erst an, wenn ich zu Hause ein bisschen was schmücke und einen Tannenbaum habe, vorher nicht. Mit Schnee hat es auch nichts zu tun. Zimtgeruch in der Nase und der Einkauf von Weihnachtsgeschenken. Die Neustädter sind schon ordentlich in Weihnachtsstimmung.